Hau? Schläft bei dir auch dein Kind an deinem Arm? Nein, ich habe kein Kind. Frechheit. Aber dein Kind? Ja. Oh Gott. Ich glaube, dein Kind hat was kaputt gemacht. Dein Kind macht was kaputt. Oh oh. Aber der Film ist gut. Oh, ich weiß, was du meinst. Turbulenzen. Ja. Turbulenzen. Au! Das war noch nicht eins. Nett, ey. Immer diese... Ich glaub, wir haben Flügel verloren. Uiuiui, da ist ein böser Mensch. Ist das dein Kind, das da wegträgt? Nee, meins sitzt hier noch. Noch sitzt es. Sicher? Oh, wir sind asynchron. Ja. Nein. Spoiler-Katze. Wie kann ich denn vor dir sein? Au. Da ist ein... Der klaut mein Kind. Halt, stopp! Wilhelm! Nein! Is it Wilhelm? So Wilhelm it is. Au. Au? Hey, cool. Da ist eine Frau und da steckt was im Bauch. Ja. Entschuldigung. Moment, ich bin gleich da. Ich muss gerade verstellen. Jetzt, wo bist du denn? Ach, da bist du. Hello. Hello. Und damit einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben Menschen hier auf YouTube. Und herzlich willkommen bei Flocke und meinem neuen Projekt. Ich sammle einfach mal alles ein. Sammel mal alles ein, was du einsammeln kannst. Mhm. Weil hier sind Medikamente und so weiter mit dabei. Und ich glaube, wir können viele Sachen doppelt einsammeln. Manchmal, ich fress den Leuten gerade ihr Essen weg, ist das okay? Ich glaube, das ist den Leuten relativ egal, die sind alle tot. Wir sind die Letzten. Bin mir bei der hier nicht so ganz sicher. Okay. Naja, also entweder das oder die hat vor, so ein Kim Kardashian-Video zu drehen. Wenn ja, dann bräuchte ich ganz kurz 5 Minuten alleine im Flugzeug. Geht das schon Richtung Nekrophilie oder ist das schon Hobby? Oh, ich habe die Axt. Meins. Wenn Nekrophilie dein Hobby ist, dann beides. Das ist wohl wahr. Nom. So, wir sind in der heiligen Welt von The Forest gelandet. Ich habe eine Axt, du auch. Achtung, bevor du jetzt fragst. Es ist möglich, mir damit in die Fresse zu schlagen und es würde mich fast umbringen. Please don't do it. Okay, schade. Aber ich würde sagen, ein kleiner Schritt für Katzen, ein großer Sprung für Leute, die stolpern. Das war super spektakulär. So, das macht mich richtig sauer. Da hau ich erstmal auf so einen scheiß Koffer. So, du kannst den Koffer aufmachen. Okay. Also nur damit ihr wisst, ja. Ich habe The Forest 2 Stunden gespielt. Das ist Ewigkeiten her. Items hat natürlich, wie in jedem Spiel, einfach den Vorteil, dass er dieses Spiel schon gespielt hat. Wahrscheinlich durchgespielt oder wie auch immer. Nein, nicht durchgespielt. Aber mit Murphy zusammen habe ich das schon mal länger gestreamt. Oh, es ist weg. Mit Riva zusammen habe ich schon mal das Ganze... Oh, da ist eine Spinni. Die ist voll geplatzt. Alter, die Spinni ist voll geplatzt. Alter. Ich möchte mal in meinen Beutel gucken. Mhm. Okay. Das ist nicht mein Beutel. Ah, ich fürchte auch. Das ist meine Picknickdecke. Stoff. Alkohol, geil. Ach so, der Alkohol. Alkohol. Ich glaube, das Spiel ist extrem laut, Leute. Hast du Bock auf ein Whisky-Soda? Auf ein Whisky-Soda? Ja, es gibt hier gar kein Metalltablett. Mhm. Metalltablett ist gut. Passagierliste. Ja, die brauchen wir später, glaube ich. Weil wir können, glaube ich, die einzelnen Leichen finden. Also, wir können hier richtig Pokémon sammeln. Dann wissen wir auf einmal, okay, Franz Walter ist tot. Ah, guck mal, die Sibylle ist auch abgenippelt. Und dann können wir das alles so notieren. Das war gut. Ja, geil. Da ist ein Reh. Nein, stopp. Oh. Ich hätte den Stuhl gern. Da ist ein Vogli. Voglis! Guck mal. Ich habe meinen Koffer gefunden. Ich habe meine Dessous wieder. Was? Guck mal. Ich habe Vogli gemacht. Ich will mehr Voglis. Wo ist noch ein Vogli? Ah ja, genau. Ich schleiche mich mal an das Reh an.
Nein! Du weißt Gemeines! Warum macht man denn so? Ja, ich hab doch gar keinen Tennisschläger. Du weißt Fieses. Da ist das Reh. Ich hau dem jetzt in die Fresse. Komm jetzt ran auf Meter. Rennt dir weg. Ja, so muss das. Rennt mir ist man eigentlich weg. Auch irgendwann voll? Bei den kleinen Sachen her glaube ich nicht. Was sind denn kleine Sachen? Also so Zeug, das du ins Inventar bekommst. Es gibt Holz und Steine und so weiter, die du tragen musst. Okay. Die hast du dann aber auch in der Pote, wenn du sie trägst. Da kannst du dann logischerweise voll werden, weil du halt nur bestimmte Sachen in die Sachen in der Hand haben kannst. Neue Pflanze entdeckt. Löwenzahn. Feuer, Unterkünfte. Oh, wow. Alles klar. Das sieht alles so ein bisschen danach aus, als wenn das ganz schön lange dauert, bis wir sowas haben. Es kommt drauf an, wie akut wir farmen. Hi. Ich glaube, ich bin voll auf Sticks. Ich kann keine weiteren Stöcke mehr mitnehmen. So, jetzt muss ich gerade nochmal dran irgendwie finden, rausfinden, wo war denn das Inventar? Escape war es nicht. Hi. Hi. Du kannst mit Q ein Walkie-Talkie rausnehmen und dann kann man miteinander reden. Das ist ja crazy. Hi. Hi. So, da sind nur Deppen am Mikro, deswegen hören wir einfach auf, das zu vielleicht, nehmen. Vielleicht sollten wir das aber für später mal machen, um den Schwierigkeitsgrad zu... Was war das? Achso, ich bin in den Koffer reingelatscht, okay. Ich hoffe nicht, dass du... Da hinten ist immer noch das Reh, wie schön. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, wir konnten... Man kann ja craften. Okay, ich habe das erste Sach gecraftet. Hi! Mein Name ist Katze. Das hier ist eine Fuck-L. Eine Fuck-L. Okay. Eine Fuck-L. Wie kann man jetzt craften? Mit B kannst du das Buch öffnen und dann siehst du, was kostet. Sozusagen. Ha. Bau dir eine Unterkunft. Dort kannst du schlafen und dein Spiel speichern. Oh, speichern, das klingt gut. Wir sollten erstmal weg, glaube ich. Aloe Vera. Völlegefühl. Gesundheit 100%. Finde Timmy. Oh, mein Sohn heißt auch noch Timmy. Baue dein Lager und finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Die leben noch? Holy fuck. Wurden die auch alle geklaut? Ich glaube ja. Man kann ein SOS-Stein-Dings machen. Cool. To-Do-Liste. Achso. Wir könnten eine Menge machen. Voll easy jetzt. Wir können eine große Menge an Sachen machen. Halt! Wir können zum Beispiel ein Boot bauen. Ich sehe dich nur rechts um alle. Bleib stehen! Da war ein Schwalbini. So. Ich wollte unbedingt das Tauzi haben. Wenn du das noch näher an deinem Kopf hältst, ja, kannst du gar nicht mehr lesen. Nur so, mal zur Info. Ja, ich muss es ja nicht lesen, ist ja Blindenschrift, aber ich habe das halt nur mit der Nase gelernt. Da steht auch nur vor Timmy drin. Laber doch nicht. Wie, laber doch nicht? Da stehen genau zwei Wörter vor Timmy. Mehr steht da nicht drin. Dein Ernst? Wenn du da jetzt reinguckst bei mir, meinst du? Ja, ja, genau. Warte, ich mach das auch mal auf. Hier. Warte mal. What the hell? Ich finde vor allem auch cute, dass oben dieses komische Lichtchen noch dran ist. Ja. Das ist ja richtig knuffig. Ja, du hast es. Ja, gern geschehen. Ja, wir haben es getötet. Nein, mach mal aus, ja? Die spawnt, alles klar. Oh, Schatz, ich hab jetzt gegen den Kopf gehauen. Flocke mit Schafkopf erschlagen. Ja, was sollen wir jetzt? Es ist eine Trophäe, ne? Ich glaube ja. Tatsächlich eine Trophäe. Wir haben unser erstes Bambi getötet. Bambi, komm mal her bei Fuß. Nein, eins reicht. Stopp. Okay, wir müssen jetzt was müssen wir jetzt machen? Wir müssen erstmal weg von hier. Okay. Sehe ich eigentlich genauso aus wie du? Ich weiß nicht, wie sehe ich bei dir aus? Dann schäme ich mich ein bisschen. Du bist so ein Typ mit Brille und Mittelscheitel. Nein. Du siehst ein bisschen aus wie ich, wenn ich nicht so dick wäre. Und andere Haarfarbe jetzt mittlerweile. Okay. Also du hast einen Vollbart und... Ich hab einen Vollbart. Das war mir. Hä? Was zum Fick? Das ist ein Vogel! Oh. Hast du das gesehen, dass der Vogel da gerade einfach rankam?
Was wäre passiert, hättest du mir dann ins Gesicht geschlagen? Wäre der Vogel gestorben? Glaube Dinge, die ich irgendwann rausfinden möchte. Lass uns gehen. Juhu. Na, 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 na. Aber wo gehen wir denn hin? Hallo? Oh, jetzt ist er weg. Na, 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 zurück, na, na, na. Ah, da. Na, 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 na. Wo bist du denn? Hallo. Ach, da. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 hüpf. Na, 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 na. Kann man hier runterfallen? Das hier, Simba, ganze Reich hier gehört den Fischis. Das ja, man ist kann das, da runterfallen. Und was ist das Dunkle dahin? Ist das das Schwabenland? Nein, das sind die Badenser. Badenser. Okay, alles klar. So. Man kann hier runterfallen und das Wasser ist auch sehr, sehr schön. Das Problem an dem Wasser ist nur, dass da Haie drin sind. Oh, oh okay. Also Ambi. Nicht runterfallen. Haben BH gefunden. War das ein BH? Ich weiß es nicht. Ja, das sah so aus. So ein komischer Eierwärmer oder so. Ah ja, Dollar. Wir könnten hier jetzt theoretisch runter. Das Wichtige ist halt, ich würde gern vom Flugzeug weg, weil ich glaube, auf dem Flugzeug kommen die Viecher immer wieder. Am Flugzeug. Okay. Aber es gibt halt auch Lager von denen, da kommen die auch immer wieder. Wir werden nirgendwo vor denen sicher sein, vor den bösen Menschies. Okay, deswegen, alles klar. Und wie lange haben wir so ungefähr Zeit? Weißt du, wie die Zeitspanne ist von Tag und Nacht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung gerade. Und wir werden auch das große Problem haben, dass wir bald schon die ersten Viecher sehen werden. Okay. Die werden am Anfang werden uns nicht unbedingt angreifen. Die werden im Laufe der Zeit halt immer stärker, ne? Okay, aber wir ja auch, ne? Wir haben im Laufe der Zeit ja auch mehr Waffen und sowas alles, oder? Ja, genau. Und Fallen und sowas. Also wir werden vor allem mit Fallen arbeiten müssen. Okay. Da wir alle wissen, wie schlecht ich Fortnite spiele, wird dieses Spiel mich, glaube ich, zum Verzweifeln bringen, weil ich kann weder... Was ist das? Oh ja, das ist ein Haus von den Bösen. Oh. Da ist aber Zeug drin. Und oh, einer der Koffer. Ich aber rein. Und einer der Koffer hat sich gerade gedacht, er könnte sich mal teleportieren, weil es geht. Oh, da ist Dynamit drin gewesen. So. Oh, ich habe andere Klamotten gefunden. Oh, ich sehe, bei mir sehe ich jetzt gerade aus wie ein Oberlehrer. Jo. Bin ich jetzt eins Oberlehrer? Hast du hier so Seile, die in der Luft hängen? Also wie sehe ich jetzt aus? Bin ich jetzt nackig? Nein, du hast ein... Oh, ich habe ein Wolf-T-Shirt. Boah, geil. Richtig nice. Hast du hier so Sachen in der Luft? Also hier so Seile, die bitte auch alle mitnehmen, was du mitnehmen kannst. Habe ich schon. Alles mitgenommen. Treibstoffkanister habe ich auch mitgenommen. Wunderbar. Wir können nämlich so gut wie alles doppelt finden. Und da vorne ist das große Dorf von denen. Da will ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht hin. Gibt es eigentlich auch Beeren, die man nicht essen darf? Ja. Oh. Es gibt Beeren, die man nicht essen darf. Das ist schlecht. Ich habe das gerade hier einfach gefuttert. Ja, du merkst aber, wenn du sie nicht essen darfst. Okay. Dann wachsen die auf einmal Hörner und du bist böse. For the heart. So. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt mal runter. Nee, tun wir nicht. Wir gehen hier falsche Richtung, ey. Ich bin auch langsam durstig und ich bin immer noch dreckig. Also wir müssen eigentlich auch langsam Süßwasser oder so finden. Oh oder nein, es dönert. Nass. Ist jetzt die Frage, ob wir dadurch jetzt... Echse! Ah. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Hallo. Weg. Ich glaube, von der kriegt man Leder, oder nicht? Ist ein Mitglied der Exo da. Da vorne ist die Echse übrigens. Kriegen wird lustig. Erwischt! LOL! Alles klar. Ich hab einen Echsenkopf. Oh, der ist ja hübsch. Meine erste Reaktion ist, jeden damit zu schlagen. Jetzt lass uns mal irgendwo was finden.
Wir müssen halt irgendwo einen Ort finden, wo wir jetzt anfangen könnten, unser Haus zu bauen. Und ich baue sowas eigentlich ganz gerne. Am Rand. Irgendwo am Trinkwasser. Also in Wassergegend. Es gibt halt draußen Salzwasser. Am Meer, logischerweise. Es gibt aber auch Trinkwasser. Okay. Oh, hier geht's ein bisschen runter. Da ist aber, glaube ich, nur Meer. Ist das Meer, ist jetzt die Frage. Ja, aber da unten ist, glaube ich, auch Trinkwasser. Ja, links. Da unten ist Trinkwasser. Siehst du das? Links. Das müsste eigentlich ein Fluss sein. Da kannst du, wenn du vorsichtig bist, kannst du hier runter. Das könnte der See sein sogar. Ja. Gibt's einen See. Perfekt. Das ist der See. Dann können wir doch darüber, oder? Wir sind nah am Wasser. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ist das... Es wird dunkel. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wasser hier gut oder schlecht ist. Hallo, Walkie-Talkie. Okay. Hallo. Was? Oh, okay. Wir haben mittlerweile eine Stealth-Möglichkeit. Der Regen ist ja super laut. Hier ist alles super leise. Echt? Soundeffekte noch weiter runter. Extra. Bei dir steht sogar ein Zahnrad vor dem Namen, wenn du in den Einstellungen bist. Was denn? Cool. Ja, ich komme aus meinen Einstellungen wieder raus. Steht auf einmal einer mit einer Axt vor mir. Was glaubst du, wie ich mich da fühle? Weiß ich nicht. Wir sollten jetzt auf jeden Fall irgendwas machen. Ja. Wir brauchen... Ah, da ist nass. Wir brauchen... Wir sind hier am Wasser. Ich würde sagen, wir bauen hier ein Haus einfach. Ne? Ja, also wir dann fangen hier los. An, Shelter zu bauen. Das bedeutet, wir machen mit B auf. Wir brauchen auf jeden Fall ein Feuer, ne? Ja, wir fangen erstmal mit einem kleinen Shelter an oder fangen wir mit einem großen? Wir fangen mit einem mittelgroßen an, würde ich sagen. Ah, okay. Oh. Okay. So. So. Jetzt haben wir hier schon mal Feuer. Das ist gut. Vielleicht sollten wir dann jetzt auch anfangen, Bäume zu fällen. Und Baum fällt. Dauert aber eine Zeit, wa? Theoretisch ja. Oh, ich glaube, mir ist kalt. Oh. Das kann sehr gut sein. Gegner. Da ist ja einer der ersten Gegner. Sogar eine Gegnerin schon. Oh Gott. Flocke, guck mal, guck da links. Ja, da ist ich weiß. Das ist nicht toll? Die freuen sich jetzt schon, uns zu die sehen. Die kackt dahin. Da ist aber noch einer irgendwo. Ja. Da. Da ist der Mann. Oh scheiße, ich bin eine brennende Fackel. Oh. Du brennst, Flogge. Du brennst. Immer noch? Oh. Du solltest vielleicht ins Wasser rennen. Wo ist das Wasser? Ich sehe es nicht. Bei uns? Jo. Jetzt ist da ein Leguan, wow. Oh Gott. Okay, wir haben ein leichtes Problem. Wir müssten jetzt nämlich langsam Richtung Ende Folge kommen. Liebe Menschen, dieses Projekt hier kommt im Tageswechsel. Einmal bei mir, einmal bei Flocke. Die Folge kam jetzt bei uns beiden. Morgen geht's bei Flocke weiter, die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns dann morgen bei Flockes Folge wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin erstmal ciao. Tschüss.